Ich hätte mich noch mal heilen sollen, aber. Entkommen in Fluten. Wo wollen wir nicht reingeraten? Okay, einfach durchgehen, passt schon. Die können mich nicht töten. Ach du Scheiße. Boah. Die machen auch ganz viel Schaden, nehmen es sicher. Jo, okay, die Scheiße steckt wirklich. Ist ein bisschen um. Bitte rette meinen Namen. Was? You disappoint me. I've lost interest. Was? With Lord Shu Yu gone, the Vermilion Bird Crystal sought a new listener and chose me. The crystal wants Agito to be born of the Vermilion Bird. White Tiger Lassie, stand down! War der Tod so geplant oder was? Und Rem kommt jetzt eines Lassie hier zurück. Let's go. Völlig kaputt. Wie die auch aussehen. Ich habe noch ins Portal laufen müssen, oder? Heiligtum des Niedergangs. Ich könnte ja aus Prinzip noch mal versuchen. Cool, wie die in der Switch-Szene ganz normal sind und auch das immer ebenso machen. Aber warum ist die Lissi des Tigers auch da? Obwohl, müsste das ja eigentlich Makina sein? Der da als Lissi durch die Gegend tingelt. Eigentlich schon. Ist hier was? Ist das Items? Rem? Makina? Why have they been crystallized? Sie haben eine Bestimmung erfüllt, aber was für eine? Da ist sie selbst gekillt. Herzlichen Glückwunsch. I was afraid of losing.
losing you, Rem. Of forgetting you. I was afraid of being alone. So I became a Lassie. Machina, where are you? Rem! I'm right here. Always remember me. Oh, das Wörter. Geil, Mann, der hat aber auch nichts gerissen in dem Spiel. Also zumindest nichts Produktives. Weiß nicht, müsst ihr doch mal gucken. Nee. Ich wollte schon sagen. The White Tiger, Lassie! That voice. I remember you. Vermilion Bird. The White Tiger Crystal is seeking its next Lassie. This coincidence had to happen. What? Take over my focus. Become a Lassie. I hate being weak. I hate being a person who needs protection. I'll lose her, like I lost my brother if I don't act. I'll lose Rem, and my memories of her. If I become a Lassie, that will all change, right? More than anything, I want a strong body that fears nothing. I want the skills to protect others, to protect Rem, the power of a Lassie. The mark of a Lassie is proof that you have been chosen. Do you really want to be a White Tiger Lassie? Yeah, I want to. The crystal's focus and see. Er ist zwar zum Lassie geworden, doch konnte seine Macht nicht einmal nutzen, um Rem zu beschützen. Stattdessen hat er sich sogar noch selber gekillt. Cool ist ja, dass Leute, die zu Kristall werden, nicht tot sind, sondern weiter im Leben sind, nur gefroren. Das heißt, er kann schön auf ewig mit seiner toten Rem da chillen. Geil, das hat er sich richtig schön verdient. Ich war ja am Anfang sehr für Machina, aber der hat ja nichts Produktives getan, um hier den Leuten irgendwie zu helfen von der Klasse 0. Stattdessen hat sich immer noch gegen sie gestellt. Dies, das, Ananas, toter Bruder, weiß es zwar nicht, aber trotzdem. Schade um Rem, aber richtig schön verdient nochmal zum Ende. Kommt noch irgendwas? Oh, zwei Steine. Die hätte ich mal mit Typen abgeben können, der die sammelt. RIP, du Vollidiot. Er hat schon die Lassie-Kräfte. Er hat ja sogar noch für Militärs gekämpft und hat den Kashtar dort immer beschützt. Also er hat wirklich nichts beigetragen, um Rem zu beschützen.
nur rumgeheult das ganze Spiel über. Er hat nicht mal die Leute ordentlich ausspielen, er hat nicht besser bekommen. Weil er jetzt nämlich noch ausspielt, wäre aber dieses da geblieben. Und selbst das wäre besser gewesen als das, was er jetzt abgezogen hat. Warum Makino und Rem so im Fokus liegen im Spiel über, also zumindest teilweise, werde ich es am Schluss auch nochmal erklären. Ist nämlich ganz interessant. So, ein letzter Kampf, schätze ich mal. Die Geschütze stehen bereit. Es stand eigentlich, dass Rem und Makino uns retten sollten, aber... Ich habe bis jetzt heute nicht richtig mitbekommen, dass die uns in irgendeiner Art und Weise gerettet hätten, also... Die haben sich ja nur selbst besiegt. Die Helden. Oh Mann, das wird ein langer Gang. Very clumsy. You died again. Wie oft hat er schon gestorben? Warte mal, ist meine Gruppe wieder am Leben? Worthless. Let those be your names. Oh, I forgot to tell you your result. You failed. You're unfit for Akito. Ich würde meine Gottesposition auch nicht abtreten wollen. Etro ist übrigens die Göttin der Wiedergeburt. This is not my will. Nicht sein Wille. Ob sie woanders urteilen wäre, wenn sein Hass auf uns diese Verflutung mal groß wäre. Wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Ach, da hinten mit dir rum. Ah, muss man umdrehen, muss man speichern. Ja, Etro ist die Göttin der Wiedergeburt, das werde ich aus den anderen Final Fantasy teilen. Und Etro, ich weiß nicht, ob es noch erklärt wird, wenn es nicht erklärt wird, mache ich das gleich nochmal zum Ende. Auf jeden Fall nochmal besondere Bedeutung in dem Spiel. Es hat es einfach nur genannt, um ein bisschen coole Dialoge zu haben, sondern es ist schon ganz wichtig. Alter. Und da oben die ganzen scheiß Würfe, mit denen man es auch wegballern könnte. Geil. Warum konnte Cid eigentlich Agito werden, während andere große Magier und andere große Persönlichkeiten das nicht konnten? Es hieß doch, Sterbliche würden in den Tempel sofort verrecken. Also warum Cid? Ist da auch irgendeine große Gottheit? Menschenform? Das wird ja auch niemals erklärt. Ach ja, und dann gab es noch diese Schrift, die schon alles vorhersagt. Wir sind ja jetzt am dem Punkt der Schrift, wo noch nichts festgelegt ist. Diese Schrift mal zu lesen, ist schon auch ganz cool. Oder diese Schrift zumindest voll zu haben. Wir wissen ja nicht ganz, was da in der Bibliothek bei den Feuervögeln so rumsteht. Die letzte Seite war tatsächlich leer. Wir hätten sie ja als Liste hier umschreiben können. So, treten wir ihm jetzt gegenüber. So, rein mit dir. Dann hat er nochmal angespackt, ey, ist geil. So, gut, ich denke, mit dem Team können wir jetzt sterben gehen. Heiliger Boden. Ach was, das davor war jetzt noch alles kein heiliger Boden, oder was? Cool. Like a rusted gun. With a broken trigger. That can no longer fire.
like a stagnant pool in a river, muddy and black. Like an insect whose legs have been severed, that can no longer move forward. Hmm. You are all completely useless. From head to toe, from the day you were first born, your existence has been devoid of value. Those with no value have no rights in this world. But as your judge, I shall hand down your punishment. Kommt die Celeste noch mal angeflogen? Hätte die sich gleich da hochbringen können. Ohne Witz. Ach du meine Fresse. Yeah. Oh je. Animali entzogen. Ja, das ist RIP. Und da war es heute die Celeste, ja. Oder Celeste, glaube ich, wie man die hieß. Schon komplett vergessen. Sieht irgendwie nicht ganz so gut aus für uns. Ich laufe auf den zu. Ich kann sowieso nicht vernünftig kämpfen. Na, hat gerade erst gekillt. Und Rip Tray. Da kommt es einfach nur einmal. Eine Animal nach der anderen zerstört er jetzt einfach nur noch, oder was? Und RIP. Da hätte ich auch vorher einfach sterben können. Time for your meaningless life to end. Geil. Ich kann noch keine Fähigkeiten machen. Geil. Was für ein fairer Gegner. Danke fürs Vita. Aber ich glaube, ich würde das nicht mehr bringen. Das kann der eh nicht treffen. Völlig sinnlos. Na los, kill mich. Und er killt ja Animal. Nice. Und das war's. No, the entire world. Your meaningless life reaches its end. What pathetic beings you are. Geil, Mann, das ist einfach abgeschlachtet. Nice. I couldn't see it through to the end. I'm sorry.
A future only humans can attain. That is the future you hold. After the trials of countless worlds. You all made it. To a single future. Na, retten sie uns doch noch. Wie auch immer die das jetzt machen. Ja, wahrscheinlich einfach OP des Siegkraft oder irgendwas. Haben sie jetzt beide ihre Seelen geopfert? Machina. Ren. I'll use this final power to finish this. Hätte ich doch jetzt nur Trey. Aber Queen ist auch okay für sowas. Makina und Rem haben ihre Macht auf die übrigen Kadetten der Klasse 0 übertragen. Wenn ein Charakter im Kampf fällt, ruf einen anderen aus, deinen Reservemitgliedern in den Kampf. Boah. Gib ihm. Deswegen killt er mich trotzdem einfach. Ich bin davon nicht gestorben. Auch geil. Ich kann, glaube ich, sowieso nicht sterben. Aber Schaden mache ich auch keinen. Oh, jetzt. Hat er gerade Schaden bekommen? Oh, fuck. Jo, deswegen gehen wir Leute trotzdem drauf. Nice. So, komm, Trey. Mit dem kann ich jetzt ein bisschen Action machen. It's time to end this. Damn, endlich hat mein Schlag gesessen. Oh lol, er hat mir einfach instant meine Seele. Nice. Das heißt, ich kann sowieso nicht gewinnen. Sterbe, wenn ich Bock drauf hab. Na los, komm mal mit der Asche runter. Na, nicht getroffen. Hab ich zufällig. Ja. Oh fuck. Dann eben so. Aber so sterbe ich, glaube ich, nicht, ne? Nope. Also hier muss einmal ein Treffer landen und dann können dann auch sterben. Okay, nach so einem Startangriff kann ich ihn auch treffen. Wenn ich das Spiel mal kurz lässt. Oh, so treffe ich ihn noch nicht. Geil, fette Schilder auch. Ja, lass es regnen, Bruder. Lass es regnen. Nur weil er keinen Bock hat, sich treffen zu lassen. Alter. So kann doch kein Mensch reagieren. Jetzt komm. Kann ich doch nicht treffen. Sinnlos. Bam, killt mich nicht. Sehr schön. Kann ich jetzt trotzdem irgendwie treffen. Auch durch das Ding durchangreifen vielleicht oder so. Ne, ich glaube auch nicht. Ey, ich muss noch irgendwie hier erwischen können. Nein! Da war er kurz verwundbar. Ich habe die Schulausveränderung Kass bisher auch noch gar nicht im Spiel gesehen.
Bis auf jetzt. So, kann ich den jetzt irgendwie... Oh, komm, ey. Wie soll ich den denn bitte treffen? Das war auch schon perfekt. Das ist ein Witz, ne? Das Ding ist auch noch Nahkampf. Sinnlos, also ohne... Jetzt haben wir endlich. RIP. So, mit Ace ist aber ein bisschen einfacher wieder. Easy. Na, aber dich nicht mal mit, Kollege. Wieder einer tot. Fuck. Das war nix. Was hat denn das überhaupt dort? Hammer. Blöd, dass ich keine Leute habe, um den zu beenden. Kann ich mich hier so meine Animal zurückholen, wenn ich ihn da treffe? Wäre es nicht das Sinnvollste? Oh Gott. Wenn ich den mal treffe mit der langsamen Keule. Das könnte jetzt dauern. Ja, hat er nicht. Bam. Und das reicht nicht. Ja, Mann, doch, doch. Gott sei Dank. RIP. Ha, what's up, Kollege? Oh Gott, immer noch 6-mal. Easy Treffer. Ja, mit den Fernkämpfen geht das schon ein bisschen leichter. Er muss sich mal treffen und konnte so. Auch geil. Ey, wieso war das denn kein Treffer? Was hat der Junge für eine Range? Ist ja traurig. Kann ich treffen. Ja. Jetzt haben wir. Man immer aus dem riesigen Balken. Ey, Flöten-OG. Naja, bis die mal hier so ein Ding ankommen lässt. Das könnte anstrengend werden. Ich habe ja auch gar keine Dinge und gar keinen Vergeltungsschlag. Ah, okay. Mit dem Zauber ging es auch. Den hat es. Dringend nötig gehabt, den Zauber. RIP. 3 habe ich noch. Na, dann ende das mal. Du Stufe 29, Jack. Werde ich. Ich werde mich auf jeden Fall beeilen, dich hier zu schlachten. Weil der bleibt dann übrig, um das mitzuerleben, wie der Typ drauf geht. Ja, wir sind der Pfad, zu was auch immer. Ich
gerade. Wäre es nicht cool, nochmal Magna oder Rem zu spielen? Ach, wie auch immer platzen, so, das ist echt hart. So, das war's. Oh, kann ich jetzt so mal richtig geben? Geil, es darf ich mit Carter beenden. Carter wird das Ganze beenden. Geil. Mit Trey wäre es so viel cooler gewesen, aber Carter ist einfach gerade von der Angriffsgeschwindigkeit her relativ brauchbar, Gott sei Dank. Gut, dass er schon im See voller Blut steht. Da wird das auch nicht viel Unterschied machen. Ein letzter Kadett hat es also überlebt und es war gerade Carter. Schön. Einfach nur schön. Oh mein Gott. Ach, haben sie ihre Seele nochmal wiederbekommen? The adrenaline rush is gone. Now, let's go home. Wait up just a little. My body's not listening to me. Schaffen Sie es doch nicht mehr, ha? Huh? Kommt ja auch endlich noch mal vorbei. You can hear my voice, can't you? Please tell me all about yourselves. Tell me about my children. I understand. Then you two shall go forth. The world will change to one where death cannot be forgotten. So please, I ask that you remember my children. Na, wenn ich sowas sagt, dann ist wohl doch tot angesagt, ja. See, where was it? But a lecture? Why me? Please, it has to be someone from class zero. There must be someone better for this, no? We just need someone who can hit all the important points. Please, please, I'm begging you. I don't know. Please. Hey, out of my way! Nine, what are you doing? Huh? What are you laughing at? Oh, is that what happened? Yes, quite a surprise, oh. No? So, tell us what happened after that. Well,
Well, 3 days later. Yeah? It came back, as if it had never been gone. Hmm. Yeah! That's very... Huh? What's wrong? One must be well-versed in logic and reason. Somebody Ergo. Stop him, It is please. Vital that... Excuse me, our conversation is not over. Essentially, through diligent study and application of body and spirit... Na, das kann aber nicht sein. Was ist das hier? Oh, we'll have to continue this later. Forget about it. Ace. Schöner Traum. Die sitzen in ihren Ruinen. Ernsthaft? Yeah. That's right. The war is over. Wir haben die das nochmal bis runter geschafft. I wonder if we're going to die. I'm afraid of dying. Oh boy. This really hurts. Yeah. It is quite painful. What's with you? I thought you were ready to die. I'm not ready. I'm scared. Yeah. I can't stand it. Ihr habt es doch bis darunter geschafft. This is the end? Why does it have to be so? Walk on wandering souls for your rest, that we pray. Let our humble song clear your hearts of dismay. Rekindle the flame in your souls and set you free. So walk on and become the light that guides the way. You never go past that part, do you? That's the only part Ace knows. I'm not crying anymore. Yeah. Hey, the war is over now, right? That's right. Well then, let's think about what comes next. Next? We don't have a next. Warum denn nicht? Warum habt ihr keine Zukunft? Das macht gar keinen Sinn. You're free to think about it, Sink. Was ist aus den Überlebenden geworden? Then let's think of a future. A big, happy future. What should we do first? Any suggestions?
I want to invite Mother on a trip to Concordia and Milites. Das klappt schon mal nicht mehr. Don't you think you've been to both of those places enough times on our campaigns? We're not going there to fight. We're going there just for fun. Oh. Yeah, I like it. For once, we'll finally be able to take it easy. And so will Mother. Then, we're just gonna have to draw up a proper itinerary. That's our class leader. Always micromanaging. Since when am I the class leader? Okay. So what do? When we get back from our trip? Let's see. How about we study something else besides fighting? What? Huh? More studying and tests? Enough already, yo. But this time, it won't be about learning to use weapons or magic. So, what do we study? Is there anything that's not fighting? Well, we could read fables about the founders of Orient. In eurer Generation wird das ziemlich schwer. Study all about how flowers bud and bloom. All we've ever known is war. We have so much left to learn. Huh? Does that even count as studying? Although, it does sound interesting. Good, and then what do when we're done studying? What do way in the future? Way in the future? Like how long? How about like 10 years later? Huh? 10 years, you say? I can't even imagine. I'm sure that no matter what we do, it will be great as long as we're together. Yeah. Life would definitely be fun. I just know it. Yes, I would agree with that. But you never know what will happen in the future, right? So I think we should just stay in the moment. You know what I mean? Oh. Huh? Is that why I heard you whisper that you never want to grow up? Wait, what the hell? So, das ist bestimmt copyrighted Mucke, deswegen werde ich hier schon mal ein bisschen drüber quatschen. Also es wird auch nicht erklärt, warum die jetzt unbedingt sterben müssen. Liegen die jetzt immer noch da oben tot rum oder ist jetzt alles nur Vorstellung? Ich meine, Mutter kam ja auch nach da oben rein. Von daher, sie kann ihn doch wiederbeleben. Ja, okay, copyright. Ich kann es auch noch stumm stellen, ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ich werde es bestimmt stumm stellen bis an Stelle. Das Lied hatte ich schon Probleme. Können noch ein bisschen Texte mitlesen. Sie den Fahren zu. Ey, es ist Sex, ist das. Ey, es ist Sex, ist das. Okay. Soweit hat er es gesungen. Ah, viel mehr. Kommt da noch was? Jetzt, Strandleistung ist jetzt. Okay, ich glaube, der Rest des Textes hat jetzt nicht so mit dem Spiel zu tun. Um nochmal auf Mutter zurückzukommen. Im Prinzip wurde die Welt noch im Hintergrund von Göttern regiert. Ich muss da Kopfhörer rausmachen, sonst ist das nix, ey. Die Welt wurde im Hintergrund von den... Nochmal. Orient wurde im Hintergrund von Göttern, die Falsi heißen, regiert. Das passt alles zu der Saga, in der es ja alles stattfindet. Mutter war einer davon.
sie war nicht etro, aber sie konnte die Zeit jedes Mal zurückspulen, wenn es nicht so lief, wie es laufen sollte. Das heißt, diese letzte Seite, die Klasse 06 beschreiben sollte, jedes Mal, wenn es nicht so lief, wie es sollte, hat sie die ganze Welt nochmal komplett auf den Reset-Button gedrückt. Meistens war es dann, wenn Klasse 0 zum Lessie geworden ist und dann versucht hat, Truppen zu verteidigen. Insgesamt, laut Internet, hat sie ja 600 Millionen Mal gemacht und diesmal hat sie einen Cycle gefunden, mit dem sie zwei Lessie hervorbringen konnte, die dafür gesorgt haben, dass Klasse 0 bis zum Schluss durchhält, nämlich Rem und Machina. Am Ende haben sie dann Klasse 0 doch gerettet, wie es dann eben sein sollte. Machina liebte Rem, das ist soweit ganz gut, macht Sinn. Allerdings, in diesem Cycle hat sich dafür entschieden, Rem eine Krankheit zu geben, die unbekannt ist, die nicht geheilt werden kann, damit Machina seine Entscheidungen trifft, wie er sie getroffen hat, was dann wohl doch irgendwo funktioniert hat. Ziemlich interessant, aber so ist die Story. Davon hat man nie irgendwas erfahren, man hat nie irgendwie erfahren, dass das im Hintergrund die Falsi regieren oder irgendwas. Sid war anscheinend auch einer, denn er ist ja immerhin als Sterblicher zum Agito geworden, was Klasse 0 nicht werden konnte. Völlig sinnlos eigentlich, aber naja. Gut, das war dann eigentlich so die Hintergrunderklärung. Ja, und jedes Mal eben, wenn es um die Macht ging und das Machtgewicht der Dreikristalle aus dem Gleichgewicht geriet, wenn sie nicht kämpfen, dann können die Rosas runter machen, kurz alles kaputt. Und dagegen kann man eben nichts machen, außer man wird zum Agito. Was ja eigentlich auch nicht passiert ist. Klasse 0 ist ja jetzt schwer verletzt, rot, was auch immer. Ich hoffe, es kommt jetzt noch eine Cutscene danach oder so. Oh, okay, was ist das hier? Machina Rem. Liegen die jetzt alle tot da? Bitte nicht. Ach du Scheiße. Die sind also doch ihren Verletzungen erlegen. Das ist verdammt nochmal traurig zu sterben. Die haben es noch geschafft und dann... Ne, natürlich konnte Mutter Eisfalsi jetzt auch die beiden aus dem Kristall holen, ne? Ist auch klar. Das ist einer dieser Götter. Tja, die haben es doch nicht geschafft. Die dürfte eigentlich sowieso nicht schon lange nicht mehr im Leben sein, weil die Animal den erzogen wollen, die Seele. Ja, Machina, du Pfosten. Oh, Rem, die fand ich am wenigsten kann. Die ist eigentlich nur das Hauptspielzeug gewesen. In der ganzen Story hier. Naja. Aber aufgrund dessen, dass sie Lissi waren, werden sie nicht vergessen. Allgemein, die das vergessen müsste doch sowieso aufgehoben sein. Die Kristalle dürften jetzt an dem Zeitpunkt nicht mehr existieren. Zumindest nicht die Kristalle, die die hatten. A new time has come. To the weak and foolish. To those who endured. To those who made mistakes. To those who fought. A new day has dawned. History left them behind. But we know them. We are right here. Wir sind erwacht. Was soll das heißen? Alles klar, das war halt trotzdem ein Abspann. Cool. Ja gut, ich habe im Prinzip ja eigentlich schon alles erzählt, was jetzt irgendwie zu erzählen wäre, was von der Story her großteilig erstmal keinen Sinn gemacht hat, damit man so ein bisschen weiß,
was denn da jetzt noch so alles hintenrum passiert ist, wie gesagt, mit den Göttern, die das alles mit der Hund geregelt haben. Aber ich glaube, das können wir uns hier an dem Punkt doch einfach klemmen. Machen wir mal eine kleine Einstellung für das Spiel, wir haben noch ein bisschen Zeit, ist ja während die Credits runterlaufen. Also an sich ist das Spiel doch sehr, sehr verworren aufgebaut. Also von der Hauptstory hat man so ein, das Geschehen, man war mittendrin, aber man hat natürlich, das Spiel hat einem nicht erklärt, was genau die Sache dahinter ist, was denn noch so passiert, wie das alles zusammenhängt. Dieses Ganze, wie es zusammenhängt, hat das Spiel nicht richtig rüberbringen können. Irgendein NPC hat uns mal von dieser verbotenen Schrift erzählt, die man lesen konnte. Ich schätze mal, das wird sich dann auf dieses Tempest Finis beziehen, wenn 9 auf 9 auf 9 trifft und alles. Dass in irgendeinem random NPC an sowas sagt, zum Beispiel sowas, kann man eigentlich in so einer auch relativ großen Welt hier nicht bringen. Wir haben auch viele Orte tatsächlich nicht gesehen, die von der Hauptstory her völlig unbedeutend waren, wenn man drüber nachdenkt. Auch viele Gebiete im Bereich des Weißen Tigers zum Beispiel haben wir nicht gesehen oder... Ach so, Inseln oder irgendwas, Dinge, die wir einfach nie gesehen haben, die auch questtechnisch nie richtig angesprochen wurden. Ich weiß nicht, ob ich es einfach verpasst habe oder so. Zum Beispiel dieser eine Level 9 Dungeon, okay, den habe ich aber nicht gefunden. Das war auf jeden Fall cool. Das Luftschiff auch komplett optional. Hier ist einfach so viel offen, während man trotzdem diesen einen Leitfaden hat. Ja, also man wird auf diesen Leitfaden mehr oder weniger dadurch gezwungen, dass man eben diese Tage hat, mal bis zur nächsten Mission, was einem das offene Erkunden halt einfach so ein bisschen trotzdem wegnimmt. Es ist halt zu offen und nicht machbar in einem Spieldurchlauf. Das Spiel ist auch gar nicht auf diesen einen Spieldurchlauf ausgelegt, so. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem gewesen. Dass man in einem Spieldurchlauf nicht hat alles sehen können, was das Spiel alles in allem doch sehr Let's Play unfähig... unpassend gemacht hat. Ich wollte es aber auch nicht abbrechen, ehrlich zu sein. Dass das Spiel ist dann scheiße oder so. Es ist halt nur... All diese Punkte, die ich gerade genannt habe, die machen es halt schwer, der ganzen Sache zu folgen. Sodass man noch ein Let's Play nebenbei laufen hat, wenn man sowieso schon quatschen muss. Und nicht voll in der Story drin ist meistens. Es ist halt so, wenn man Let's Plays macht. Ich bin halt kein super erfahrener Kommentator, der das da komplett durchziehen kann. Ich muss auch mal ein bisschen gucken, wie man es macht. Man kann nicht einfach 30 von den Questen gehen, sowas geht ja zum Beispiel auch nicht. Ich hab's da versucht. Das hat das Spiel aber halt nicht zugelassen. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, dass man einfach mal losziehen kann und sagen, okay, yo, das Spiel gibt einem jetzt einfach mal einen Monat Zeit oder so, also Ingame-Zeit halt. Das ist leider auch nicht passiert. Was auch sehr schade ist, dass man einfach mal einmal im Spiel nochmal zum Ende so richtig Zeit alles zu machen. Man hat zum Ende nur noch mal 4 Tage gehabt oder so, wo dann auch noch nur so Missionen waren, so nebenbei. Diese Feldzüge zum Beispiel, völlig sinnlos. Man hat daraus ja auch keine wertvollen Informationen gefunden, bekommen oder irgendwas, so. Lustig, dass man gerade rechts diesen einen Wissenschaftler sieht, man hat auch nie gesehen, wo es alles hinführt. Ich habe, glaube ich, 2-3 Mal geguckt nochmal. Der war dann tatsächlich nicht da. Da unten ist Makinas Maske. Daneben soll es der Total Sea sein. Also, es ist kein schlechtes Spiel. Die Art, wie es halt aufgemacht wurde, ist halt relativ schwer verständlich so. Dazu kommt ja auch noch, was man ja sagen muss, ich habe auch noch mal Hintergrundwissen von den anderen Final Fantasy Teilen, die ebenfalls in derselben Welt spielen. Diese Welt heißt, den Namen vergessen. Ist auf jeden Fall dieses ganze Kristall und Falci und Lucy Gelaber. Hab ja auch schon 13, 2 und 13, 3 gemacht, von daher ist es ja nichts Neues. So, auf meinem Channel zumindest. Und wenn ich nicht noch dieses Hintergrundwissen hätte, von wegen Bestimmung und Pipapo, dann wäre es ja noch unklarer für mich. Zum Beispiel, warum muss man in der Hauptstory gegen Gilgamesh kämpfen? Sowas zum Beispiel, das ist auch mir komplett unklar. Warum muss man. Es wurde nie erklärt, wo Gilgamesh herkommt oder was der auf einmal da macht. Nee, man muss einfach gegen Gilgamesh kämpfen, weil Gilgamesh gehört zu Final Fantasy. So. Das hätte man noch alles in schöne kleine Nebenquests packen können, wie zum Beispiel Final Fantasy 12 das gemacht hat. Sowas zum Beispiel wäre geil gewesen, hätte sich gefreut, so, yo, schöne Kampfmusik für Gilgamesh und allem. Hätte man immer gegen Gilgamesh gekämpft. Nee, stattdessen kommt in dieser einen großen Schlacht völlig sinnlos. Hauptsache, man hat ihn mal gebracht. Das ist auch nicht erklärt worden, warum jetzt Sid dort zum Agitor geworden ist. Meine Theorie ist eben, dass er auch ein Falci war. Aber es wurde auch nie erklärt. Ich habe es auch im Internet so nicht gelesen.
Das ist jetzt einfach nur von mir so die Vermutung, weil Sterbliche kommen noch in diesen Tempel gar nicht rein, so. Gut, wo diese Rokuma-Soldaten jetzt herkommen, ist wahrscheinlich einfach nur wegen Sid, weil er dachte sich so, yo. Warum das Urteil auch so gefällt hat, ist mir eigentlich auch ein Rätsel tatsächlich, weil was wäre, wenn jetzt ein anderer Agitur gewesen wäre? Zum Beispiel unser Wärter, Herr, zweiter Spieler, wie hieß er denn? Der natürlich das Kommando übernommen hat, oder irgendeiner von Rupen. Was wäre, wenn irgendeiner von Rupen das Kommando übernommen hätte? Dort, und der zum Agitur geworden wäre, so. Dieser eine Magerfritz, den wir angesprochen haben, der wollte es ja auch werden. Aber konnte es nicht. Warum nicht? Er ist sterblich. Was genau hat Sid jetzt für einen anderen Sterblichen unterschieden, so? Es wird nicht erklärt. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Es hat, dieses Storytelling hat dem Spiel mehr geschadet, als es dem geholfen hat. Klar, mal, wenn 10 Minuten der Leute das nur checken, was da eigentlich los ist, und die anderen sich dann einfach nur die Story durchspielen und so wie ich auch Quests machen und hier und da vielleicht mal Hinweis bekommen, hinterfragen das dann, wenn sie wissen, kommt keine Antwort zu. Das ist sehr schade. Das ist wirklich sehr schade. Das hat das Spiel leider Let's Play untauglicher gemacht, als es hätte sein müssen. Aber nichtsdestotrotz, auch nach, keine Ahnung, 80 Parts, mal wie viele. Ah, hier, guck mal, Fabula Nova Crystallis. Das ist die Welt. Das war ja die Saga, an der es alles gespielt. Ich lang mich trotzdem nach 80 Parts des Zusehens. Ich werde das Spiel nicht nochmal durchspielen, nur um hier alles zu machen. Das fällt sowas von aus. Ich habe gesehen, was zu sehen ist. Ich habe eine grobe Erklärung, für was hier passiert ist. Und dabei soll es auch wirklich bleiben. Nach dem Krieg erlosch allmählich das Licht für Kristall, der Hoffnung beraubt vielen die Zivilisation Orients in ein dunkles Zeitalter der Zerstörung. Okay, gut, also die Kristalle wurden auch zerstört dabei. Doch inmitten des Chaos erschien ein junger Mann, der die Völker dazu aufrief, ihre zerstörte Welt selbst mit Hilfe der Gaben der Natur wieder aufzubauen und dem Land ein neues Leben einzuhauchen. Er gab den Menschen Zuversicht und wurde zu dem neuen Anführer Orientes. Makina doch wohl nicht? Sein Name war Makina Kunagiri, na klar. Lächelnd schied er im Alter von 70 Jahren mit seiner lieben Frau an seiner Seite aus der Welt, die er gerettet hatte. Schön. Einfach nur schön. Immerhin hatte damit noch seine Rennen bekommen. Dieser kleine Wichser. Schön Klasse 0 immer auf den Sack gegeben und am Ende trotzdem heulen. Geil. Huch. Seltsame Geräusche. Anzahl der K.O. 26. Wie hätte man das denn bitte runterhalten sollen? Ernsthaft? Geil, cool. Das wird mir jetzt noch sehr viel helfen, dass es hier, der Schwierigkeitsgrad Agito wurde freigeschaltet. Der geheime Eintrag, das Kapitel der Wahrheit. 9 und 9 und 9. Was, kann ich das Ding jetzt hier laden oder was? Hauptgeschichte abgeschlossen. Ich glaube, ich lasse es an der... Oder soll ich nochmal ganz kurz hier drauf drücken? Was passiert dann? Was wäre denn Agito? Ich will es eigentlich gar nicht rausfinden, um ehrlich zu sein. Ich sage jetzt nochmal Danke an der Stelle und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich habe ja schon wieder einige Dinge am Rohr, die ich spiele, aber was dann da kommt, beim besten Willen, keine Ahnung. Also dann, bis zum nächsten Let's Play Video und bis dahin.